ist es ja so, dass die Parteien ein wesentlicher Kern sind unserer Demokratie. Also das Recht Parteien, das Recht der Bürger, in Freiheit und ohne Angst Parteien gründen zu können, sich in diesen Parteien, solange sie eben erlaubt sind, und die AfD ist erlaubt, es gibt nicht einer von uns ist irgendwie verurteilt worden wegen irgendetwas. Also solange das der Fall ist, muss es möglich sein, sich in diesen Parteien frei und angstfrei betätigen zu können, ohne hinterher Angst um die eigene berufliche Existenz haben zu müssen. Wenn das aber einreißt, dass hier mit Steuergeldern finanzierte Institute diesen Kern der Demokratie angreifen, also dann stellt sich für uns die Frage umgekehrt, ob dieses Institut überhaupt noch die Gemeinnützigkeit erfüllt. Ja, und das werden wir uns angucken, ob so ein Institut, das den Kernbestand der Demokratie angreift, gegen eine bestimmte Partei vorgeht.